willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind in Ella in Sri Lanka und sind hier gerade in einem richtig coolen Café. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Wir haben ein paar neue Leute kennengelernt bei uns in der Unterkunft. Und ja, die sind übertrieben nett. Guten Tag! Wie geht's? Ja, und wir haben jetzt einfach mal hier ein bisschen gechillt, haben was Tee getrunken, ein bisschen gequatscht und sind halt mega nett und wir wollen jetzt mit denen noch ein bisschen weiterziehen, uns Ella angucken. Guten Tag! She'll cut it anyway. That's all I have. Say Donkey. Vegan. It's very nice to meet you guys. You guys are very inspiring. I love meeting parents with very, very young babies. Thank you. So nette, interessante Leute. Voll, mega, ne? Nice. Ja, mega. Findest du auch, Meini? Ja. Hi. Und wir wollten jetzt hier mal Sri Lanka-Essen ausprobieren. Also wir haben ja jetzt die letzten Tage auch schon oft sri-lankanisches Essen ausprobiert, aber jetzt nochmal was Besonderes. What is this called? Kotturotti. Also wir probieren jetzt Kotturotti. Ich weiß gar nicht ganz genau, was das sein wird, aber es ist bestimmt lecker. Hunger. Da wird unser Essen gemacht. Ich habe gelernt, dass der Sound, wenn man dieses Essen zubereitet, dass das genau so anders ist. Guten Appetit! Guten Appetit! So, wir haben jetzt sehr, sehr lecker gegessen, das hat echt gut geschmeckt. Und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir noch zusammen einen Ausflug machen. Und zwar wollen wir jetzt mit dem Bus in ein Dorf fahren, was hier in der Nähe ist, und uns da einen Wasserfall angucken. Ja, und da freuen wir uns schon drauf und sind gespannt. Ramesh ist aus Sri Lanka und er wohnt hier nicht in der Nähe, aber er hat halt einen Freund, der hier in der Nähe wohnt. Und ja, zu dem sind wir jetzt nach Hause zum Abendessen eingeladen. Das ist die. Und Nilu. Hi. Guten Tag. So, jetzt sind wir im Bus auf dem Weg zum Wasserfall. Waterfall! Hi! We're going to the waterfall! What's the name of the waterfall again? Ravana Ella. Say it again? Ravana Ella. Very good. Wow, wir sind jetzt am Wasserfall angekommen. Mega, mega nice. Hi, Buan! Wala da kohumada! Hi, Buan! Hi, Buan! Hallo! Ja, Naili checkt ganz gespannt den ersten Wasserfall in ihrem Leben aus, den sie gesehen hat. Freut sich auf jeden Fall sehr über die Aussicht hier. Wird wahrscheinlich nicht der letzte Wasserfall gewesen sein. Aber das hier ist auf jeden Fall schon mal ein richtig cooler.
wir coole neue Leute kennengelernt haben, die uns den gezeigt haben. Richtig gut und ja, wir genießen das jetzt noch ein bisschen. Sri Lanka ist echt wunderschön. Also was wir bis jetzt gesehen haben, ich kann euch nur empfehlen, auch mal hier hinzukommen. Mega, mega schön und bis jetzt auch total abwechslungsreich. Some corn. Yes, yummy corn. It's a woman. Yeah. So you want to try it? Sorry. Yeah. Because it's only the mother and the kid. It's good. It's salty water. Ah, so it's salty. Salty. Eine Kokosnuss für mich. Danke. Sehr, sehr lecker. So, ziemlich holprig die Fahrt hier. Wir sind nämlich jetzt gerade auf dem Weg in das Dorf von dem Freund von Ramesh. Wir sind dann zum Abendessen eingeladen. Das Ganze ist definitiv ein bisschen remoter als Ella, wo wir gerade sind. Dementsprechend sind die Straßen hier auch etwas holpriger. Dunkel wird es auch schon, aber wir freuen uns aufs Abendessen. Mal schauen, was uns erwartet. Also, wir haben jetzt nochmal das Vehikel gewechselt, sind ins Tuk-Tuk umgestiegen. Wir sind jetzt mit mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inklusive Fahrer sind wir jetzt 7 Leute. Man kann es relativ schlecht sehen, weil es jetzt mittlerweile doch schon dunkel sein sollte. Das ist auf jeden Fall Sri Lankan Style. Und ja, mal schauen, ob wir da heute noch ankommen. Und wir wissen alle nicht, wo wir sind. Keiner weiß, wo wir genau sind. Hi Leute, boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wo wir hier sind. Richtig krass, mitten im Dschungel. Wir sind jetzt richtig lange mit dem Bus erst gefahren und danach noch mit dem Tuk-Tuk. Wie lange waren wir unterwegs? Wir waren bestimmt eine Stunde oder so unterwegs und dann sind wir hier noch richtig durch den Dschungel gelaufen, voll weit. Und ja, jetzt sind wir da und das ist das Haus. Adventure. Ja, Adventure, wirklich Abenteuer. Kein fertiges Haus, so kann man das sagen, ist noch ein bisschen eine Baustelle. Aber umso mehr abenteuerreich ist das Ganze. Nein, das ist erstes richtiges Abenteuer, würde ich sagen, oder? What's this puppy's name? I don't know. Oh. Where did you find this puppy? Tom. His name is Tom. Tom. Henry. Oh, wir haben einen süßen Hund gefunden. Ja, wir haben 2 Babys hier heute Abend dabei. 2 Babies. Ein ziemlich haariges. Oh my gosh, he's so cute. Die Cuteness. Zu Hause, die Leute sind so gastfreundlich, es ist mega cool. Die haben eigentlich so wenig und haben uns jetzt einfach zum Essen eingeladen. Richtig, richtig cool. Ich zeige euch gleich mal, wie das Essen gekocht wird. Und hier ist das Schlafzimmer. Auf jeden Fall richtig mega, mega cool einfach nur. Wir sind echt froh über so viel tolle Gastfreundschaft. So, wir sehen jetzt, wie Stringhoppers gemacht werden, traditionell. Das ist echt ein richtiges Abenteuer. Ich bin so froh, dass wir jetzt mitgegangen sind. Richtig, richtig cool, mitten im Dschungel. Haben die eine kleine Hütte. So sieht es aus, wenn es dann vom Herd runterkommt. Wenn es fertig ist. Das Essen ist fertig. Das ist so eine krasse Gastfreundschaft. Unglaublich. Wir haben zwischendurch noch Gurken bekommen, Obst bekommen, alles Mögliche. Und die Oma hat alles gekocht und jetzt ist der Tisch gedeckt. Richtig, richtig cool. Das ist unglaublich, wie gastfreundlich man sein kann. Das ist Stringhoppers. Das sind diese Nudeln sozusagen mit Sri Lanka Dal. Also ist aus Linsen gemacht, glaube ich. Und das ist nochmal Kokosnuss mit Chili. Und man muss überlegen, dass wir hier gerade quasi mitten im Dschungel sitzen und das Ganze hier für uns gezaubert wurde. Und das, was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist natürlich der Fernseher, in dem hochqualitative Musikvideos laufen mit ziemlich durchtrainierten Beach Boys und allem drum und dran. Und wir haben noch ein paar Kokosnüsse da, die werden gleich noch frisch geschlachtet und dann gibt es noch lecker Kokos. Thank you. Und wir essen natürlich richtig original Sri Lanki mit den Händen, ne? Ist ja klar. Ohne Besteck. Aber nur mit der rechten, weil mit der linken werden andere Geschäfte erledigt, ne?
Naila hat überall Fans. Alle mögen Naila. Oh, Naila. Oh. Und der Bono. Hi ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zurück in unserer Unterkunft und wir hatten einfach nur einen unglaublichen Tag. Der war so cool, es war so ein Riesenabenteuer. Ich gehe jetzt schlafen. Tschüss. Ciao, ciao. Guten Morgen. Ja, Florence und unser neuer Freund Steve machen gerade etwas Morgenroutine, Meditation und Yoga. Naili und ich, wir kümmern uns um das Frühstück, gehen jetzt mal ein bisschen einkaufen, schauen, was wir da so finden und ja, zaubern eine Kleinigkeit, damit die Beine Stärkung haben, wenn sie fertig sind. Und das hier ist unsere Aussicht von dem Balkon, wo wir quasi heute Morgen aufgewacht sind. Das ist der Ella Rock. Und die Aussicht heute Morgen ist ein bisschen wolkig und grau, aber dennoch mega schön. So, unser Einkauf war erfolgreich. Wir haben Frühstück gezaubert, die beiden haben Yoga gemacht und jetzt kann gefrühstückt werden. Es gibt heute Wassermelone mit Toast und ja, etwas indisch angehauchtem oder Sri Lanka angehauchtem Rührei. Water, pineapple, banana.